Thomas Schmalschläger ist Energieberater und ist Spezialist für ein Thema, das gar nicht so viele kennen. Gehe ich richtig in der Annahme? Ja. Ich selber wusste erst auch nicht so richtig, was das ist. Seien Sie aufmerksam, dann erfahren Sie alles über Solarluftkollektoren in der nächsten halben Stunde. Vielen Dank. Also mein Name ist Schmalschläger. Ich habe vor gut 35 Jahren mal meine Diplomarbeit über Luftkollektoren geschrieben und bin dem Thema dann mehr oder weniger treu geblieben. Und momentan erleben Luftkollektoren eine gewisse Renaissance, einfach deswegen, weil durch eine kontrollierte Lüftung, durch das EE-Wärmegesetz und andere Rahmenbedingungen die Luftkollektoren deutlich an Aufmerksamkeit gewinnen und auch einfach bedeutender werden, weil man sie besser einsetzen kann, als man das noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren hätte tun können. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen über Bauarten von Luftkollektoren. Also wie sind die aufgebaut, Zubehör. Das ist insofern immer spannend, weil man immer davon ausgeht, man braucht Riesenrohre, die dann irgendwie durchs ganze Haus gehen. Weil Luft ist einfach deutlich voluminöser, als wenn man das gleich die Wärmemenge mit Wasser transportiert. Dann die Wärmespeicherung. Bisher war es ein großes Problem. Kann man Wärme in Form von warmer Luft speichern, um sie dann vielleicht am Abend nutzen zu können oder am nächsten Tag, wenn es regnet. Dann einige Systemvarianten und als letztes dann ein paar Bildchen. Bauarten von Luftkollektoren gibt es im Wesentlichen 3 Stück. Hier das Grüne, das ist immer die rückwärtige Seite, meistens mit einer Wärmedämmung. Das Blaue hier, das ist der Absorber, in den meisten Fällen einfach ein dunkles Blech, schwarz gestrichen oder selektiv beschichtet. Und nach oben hat man dann hier eine transparente Abdeckung. Bei Luftkollektoren sind es oft Kunststoffabdeckungen, also keine Glasabdeckung, einfach wegen des Gewichts. Und die Luft wird jetzt zwischen dieser transparenten Abdeckung und diesem Absorber durchgesaugt. Dabei erwärmt sich das Ganze und die warme Luft kann man dann nutzen. Nachteil ist, dass wenn sich die Luft hier nicht erwärmt, dass die warme Luft auch Berührung mit der transparenten Abdeckung hat und dann eben einfach wieder ein bisschen Wärme verliert. Aus dem Grund hat man dann gesagt, wir ziehen die Luft einfach unterhalb des Absorbers durch. Damit entsteht hier zwischen dem Absorber und der transparenten Abdeckung eine Luftschicht, die als zusätzliche Isolierung nach außen dient. Trotzdem kann die Sonnenlicht gut auf den Absorber treffen. Mitte, Ende der 80er Jahre hat man dann auch mal Versuche gemacht, hat gesagt, wenn man den überströmen kann und unterströmen, könnte man es doch auch umströmen, also oben und unten die Luft vorbeisaugen. Hat im Prinzip den Nachteil, dass es aufwendiger ist in der Herstellung und es eigentlich kaum mehr Gewinn bringt. Also der Vorteil ist kaum messbar. Deswegen sind heute die allermeisten Kollektoren mit so unterströmten Absorbern. Was auch sehr gut funktioniert, sind durchströmte Absorber. Also wenn Sie irgendein poröses Material haben, ein Gewebe, ein Blech, wo Löcher drin sind, wo die Luft durch den Absorber durchstreichen kann, hat man einfach den Vorteil, dass der Kontakt Luft-Absorber wesentlich besser ist, als wenn das Ganze nur drüber streicht. An der Stelle vielleicht noch eine Anmerkung. Also ich stelle Ihnen die Folien gern zur Verfügung. Also wenn Sie mir nachher irgendeine E-Mail-Adresse geben oder am Schluss ist meine E-Mail-Adresse, mir ein E-Mail schicken, dann schicke ich Ihnen die Präsentation. Dann brauchen Sie jetzt nicht alles mitschreiben. Hier jetzt einfach ein paar Beispiele von Luftkollektoren. Das sind Bleche, die unzählig viele Löcher haben. Diese Platten werden beispielsweise wie hier an diesem Treppenhaus montiert. Man saugt hinter der Platte die Luft weg. Die Luft strömt durch dieses perforierte Blech durch und erwärmt sich dabei. Diese haben jetzt keine Abdeckung, also keine transparente Abdeckung, sondern das ist wirklich das reine Blech. Das dient zum einen dazu, dieses Treppenhaus zu temperieren. Also Sie können sich vorstellen, man schafft vielleicht 10, wenn es ganz gut geht, 15 Grad Temperaturerhöhung. Das heißt, auch an Wintertagen bringe ich das Treppenhaus auf jeden Fall frostfrei. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, sogar wird es eben temperiert. Und die restliche Wärme geht nach unten, unterhalb dieses Treppenhauses oder unten daneben ist der Heizungskeller und dort wird dann diese angewärmte Luft als Zuluft für den Kessel verwendet. Das ist ein anderer Kollektor hier von der Firma Kona. Das ist ein
österreichischer Hersteller. Das sind hier so einzelne Module und in dem Fall wird die Luft jetzt hier so rüber durchgesaugt. Also man kann diese Fläche jetzt nicht beliebig, aber doch deutlich vergrößern, immer in solchen Modulschritten. Das ist der bekannteste aller Luftkollektoren. Also ich persönlich kenne die Firma seit 85. Das ist die Firma Krammer, kennen Sie wahrscheinlich unbewusst. Die Hauptaktivität ist die Herstellung von den Sitzen im ICE. Und nebenher haben sie auch ein Feld gegründet für Luftkollektoren und das aber schon 85. Also die sind seit 85 auf dem Markt und stellen wirklich sehr, sehr gute Kollektoren her. Man sieht hier ein so ein Modul, 2 Meter lang, 1 Meter breit. Innen drin sind so Bleche U-förmig gebogen und einfach nebeneinander da reingepackt. Und die Luft strömt jetzt der Länge nach durch diese Röhren. Nachteil ist, wenn Sie jetzt so ein großes Feld sich anschauen, dass die gesamte Luft durch alle Kollektoren durch muss. Also man kann die nicht irgendwie parallel schalten, sondern die geht wirklich durch die ganze Länge eines solchen Stranges durch, was ein bisschen zu höheren Druckverlusten führt, als wenn man die parallel schalten kann. Die Firma Krammer und auch andere Hersteller haben dann auch einen Markt erkannt, dass es natürlich nicht nur für Schwimmhallen und Turnhallen gut ist, sondern eben auch für kleinere Objekte. Und haben beispielsweise ein so ein Modul genommen, auf dieses Modul ein Photovoltaik, also auf den Kollektor ein Photovoltaikmodul und hier unten einen kleinen Gleichstromventilator rein. Das heißt, in dem Moment, wo die Sonne scheint, erzeugt das PV-Modul Strom, der Ventilator geht an und dann wird die Luft in den Kollektor reingesaugt und dann irgendwo in den Raum reingeblasen. Beispielsweise bei solchen Berghütten, also die nicht dauerhaft bewirtschaftet sind, wird in den Zeiten, wo die Leute nicht da sind, einfach gelüftet. Und zwar mit warmer Luft. Also die Luft ist auf jeden Fall wärmer als die Umgebungsluft. Also da haben wir einige geplant und gebaut. Was auch sehr beliebt sind, sind Ferienhäuser. Also speziell aus Münchner Sicht Toskana. Da fahren die Leute dann im Herbst mal hin und dann wieder Ostern und dazwischen stehen das einfach 3-4 Monate leer, es bildet sich Schimmel und durch dieses Belüften ist das einfach weg. Also das ist eine der Anwendungen von diesen Kollektoren. Das gleiche macht die Firma Solaventi. Da sieht man, da ist dieses Photovoltaikmodul unterhalb der Abdeckung. Aber das gleiche Prinzip, die Luft wird angesaugt und dann eben reingeblasen und das ist jetzt beispielsweise ein Ferienhaus in Dänemark. Die Firma Airsol baut ähnliche Kollektoren, aber die haben eine Besonderheit. In dem Fall gibt es hier eine Öffnung und hier oben eine Öffnung. Also man kann mit diesem Kollektor auch einen Umluftbetrieb machen. Also ich kann die Luft aus dem Raum rausnehmen, durch den Kollektor leiten und wieder in den Raum zurückblasen. Dient dann der reinen Heizung und nicht der Belüftung. Und der Vorteil ist, auf der Rückseite bei diesen Ein- und Auslässen gibt es dann so einen Schieber. Und Sie können dann umschalten. Also Sie können sagen, ich betreibe den in Umluft. Und wenn Sie die Schieber verändern, dann können Sie Frischluft ansaugen, durch den Kollektor schicken und in den Raum rein. Also man hat sozusagen die Wahlmöglichkeit zwischen Umluft und Frischluftbetrieb. Das ist eine slowenische Firma. Man sieht es hier leider nicht so gut. Das ist ein Kollektor wie die anderen auch. Der einzige Unterschied ist, die stellen die Kollektoren auch in verschiedenen Farben her. Also den gibt es in Rot, in Blau, also jetzt dunkelrot, dunkelgrün, dunkelblau und auch natürlich auch in Schwarz. Und ich werde am Ende mal ein paar Bilder zeigen mit einer weißen Wand und einem blauen Kollektor. Das sieht einfach schöner aus, als so, also finde ich zumindest, als so ein schwarzer Kasten. Und der letzte Kollektor, den ich Ihnen vorstellen möchte, es gibt seit neuestem auch Röhrenkollektoren, also Luftröhrenkollektoren, also mit so einem starken Unterdruck in der Röhre, führt dazu, dass die Wärmeverluste reduziert sind. Und wenn man jetzt den Durchsatz nicht allzu, also den Luftdurchsatz nicht allzu hoch wählt, dann kann man im Sommer eine Temperaturerhöhung auf 120 Grad erreichen. Also wenn ich 25 gradige Luft ansauge, kommt sie mit 110, 120 Grad raus. Das ist jetzt nichts mehr fürs Einfamilienhaus oder für eine Wohnraumbeheizung. Zumindest dann, wenn ich den Luftdurchsatz zu niedrig lasse. Aber ich kann, wenn ich wenig Fläche zur Verfügung habe, habe ich die Möglichkeit,
den Luftdurchsatz deutlich zu erhöhen und kriegt trotzdem noch 20, 25 Grad Temperaturerhöhung. Also man spart sozusagen Platz und hat den gleichen Ertrag. Jetzt ein paar Worte zum Zubehör. Also die meisten Leute, wenn ich mit denen rede über Luftkollektoren, heißt ja, dann braucht man solche Rohre und die muss dann irgendwie das ganze Haus und verteilen und relativ aufwendig. Also speziell beim Altbau. Es gibt zum Beispiel aber auch solche Flachkanäle, die in dem Fall jetzt zum Beispiel in Estrich verlegt werden können. Man kann aber, das haben wir jetzt auch des Öfteren gemacht, diese Kanäle sozusagen hochkant am Sockel verlegen. Dann hat man halt irgendwie so ein Blech, das wird dann in der gleichen Farbe gestrichen, wie die Wand ist. Dann kann man relativ leicht die Luft im Gebäude verteilen, ohne dass man jetzt gleich solche Rohrquerschnitte hat. Der einzige Nachteil ist, wenn dann dieses Rohr an dem Sockel entlang geht, steht der Schrank ein Stück weit von der Wand weg. Es gibt auch ein anderes System, zum Beispiel von der Firma Scheidel. Es gibt aber auch andere Hersteller, die haben so einen Kamin mit Warmluftvorlauf und Rücklauf und dann eben diese Anschlüsse, die man dann entweder in die Decke machen könnte und dann bläst von oben runter oder im Fußboden, dann bläst von unten hoch. Also man hat dann auch andere Möglichkeiten, speziell im Neubau, die Wärme wirklich zu verteilen. Es gibt natürlich auch Schalldämpfer, das ist ähnlich wie die Schalldämpfer, die Sie im Auto haben. Hat dann einen Vorteil, wenn Sie jetzt ein größeres Gebläse haben und die sind einfach etwas lauter, als wenn Sie ein kleineres Teil haben. Da macht man diesen Schalldämpfer dazwischen, das eben, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Büro dabei ist oder das Kinderzimmer, dass man dann eben diesen Ventilator nicht mehr hört. Es gibt die verschiedensten Luftauslassventile, also welche, die eher in die Breite gehen. Es gibt so Einlassdüsen, die dann eher in den Raum reinblasen, also so ein Weitwurfdüse nennt sich das, so dass man also auch in die Länge des Raumes kommt. Es gibt die verschiedensten Ventilatoren, Innenrohr als eigenständigen, den man irgendwo im Raum platziert. Und es gibt jetzt mittlerweile spezielle Regelungen für Luftkollektoren, weil der Luftkollektor verhält sich einfach ein bisschen anders wie ein Wasserkollektor. Und also das Einfachste sind solche Bausätze, wie Sie es in jedem Elektromarkt kriegen, für, weiß ich, 10, 15, 20 Euro. Das ist das Simpelste. Und es gibt jetzt einen speziellen Regler für Luftkollektoren, der nicht nur die Temperatur zwischen Kollektor und Raum misst, sondern eben auch die Möglichkeit hat, die Feuchte zu messen. Also da kann man einen weiteren Fühler anschließen, da kann man die Feuchte außerhalb des Gebäudes messen und die Feuchte im Gebäude. Die relativen Feuchten, die werden umgerechnet auf die absoluten Feuchte. Und dann ist es so, dass wenn es außen feuchter ist als innen, schaltet dann das Gebläse einfach ab. Das ist speziell dann, wenn Sie jetzt, weiß ich, einen Keller belüften und entfeuchten wollen, da macht es natürlich keinen Sinn, wenn jetzt in der frühen Mordsgewitter war, danach kommt die Sonne, Sie haben draußen Luftfeuchtigkeit 80% und dann blasen Sie diese Feuchtigkeit alle wieder in den Keller rein, das wollen Sie ja gerade vermeiden. Für solche Anwendungen, also wir haben jetzt vor kurzem so eine Anlage gebaut, absoluter Exot, das war eine Tiefgarage für 15 Autos. Jetzt könnte man sagen, ja und, ist doch wurscht, aber diese Garage gehörte einem Besitzer von 15 Oldtimern, die da unten drin standen. Und der wollte die einfach belüften, dass die Feuchtigkeit auch rausgeht. Und für den wäre es natürlich tödlich, wenn er mir da jetzt feuchte Luft reinblasen. Und da wurde jetzt beispielsweise diese Regelung installiert. Jetzt zur Wärmespeicherung. Wir haben bisher immer gesagt, Wärmespeichern bei Luft kann man eigentlich nur mit Steinen, also Kieselsteine, wo die Luft drüber geht. Mittlerweile haben wir auch hier oben einen PCM-Speicher, das heißt Phase Changing Material. Also das ist ein Material, was zwischen fest und flüssig sozusagen variiert. Und wenn Sie die blaue Linie anschauen, das ist ein Wasserspeicher. Also wenn ich Wärme zuführe, steigt kontinuierlich die Wärme in dem Speicher an. Das ist jetzt nicht allzu schwierig.
Bei dem Latentwärmespeicher ist es so, Sie haben, in dem Bereich ist das Material fest, also ein festes Material, und wenn Sie das erwärmen, steigt erstmal die Temperatur nur in dem Material an. Es bleibt immer noch fest. Also denken Sie immer an ein Eis, also wenn Sie ein Eis haben und das erwärmen, wird das erstmal die Temperatur in dem Eis steigen. Dann kommt der Punkt, wo das Eis oder das Material schmilzt, und dann, zumindest in der Theorie, ist es so, dass dann von hier alles fest bis hier rüber, alles flüssig, die Temperatur gleich bleibt. Also wenn Sie, ich zeige Ihnen nachher noch ein Bild, da sieht man, dass das nicht ganz so eben ist und auch nicht ganz so schöne Ecken bildet. Aber im Wesentlichen ist es so. Also hier ist dann alles flüssig, und wenn es dann weiter erwärmt wird, wird die Flüssigkeit eben erwärmt. Wir arbeiten so, dass wir hier von diesem Schmelzpunkt ab 10 Grad nach unten gehen und hier drüben 10 Grad nach oben. Also wir haben nur eine Temperaturspreizung von 20 Grad zwischen dem kältesten und dem wärmsten Punkt und können damit die Wärme von Luft eben relativ gut speichern. So sieht es aus. Das sind hier so Lamellen. In diesen Lamellen sind Salzhydrate drin. Wir haben angefangen mit Paraffin. Das ist natürlich feuerpolizeilich ganz, ganz fürchterlich, weil Paraffin ist nichts anderes als Kerzenwachs. Und wenn Sie da jetzt, weiß ich nicht, 2 Kubikmeter Paraffin im Keller haben, also wenn es dann brennt, brennt es dann ordentlich, weil Sie beschleunigen das Ganze. Darum haben wir jetzt Salzhydrate genommen. Salzhydrate sind unbrennbar, haben die gleichen Eigenschaften. Und diese Register, davon sind dann mehrere in so einem Speicher drin. Also das ist nochmal. So, und wie kann ich jetzt diesen Speicher in die Anlage einbringen? Also hier, wenn man einen Frischluftbetrieb hat, ich sage hier Umgebungsluft an, gehe hier durch, und wenn die Luft vom Kollektor kommt, geht die durch den Speicher durch und geht dann ins Gebäude rein. Hat den Vorteil, wenn ich jetzt im Sommer, nicht im Sommer, in der Übergangszeit aus dem Kollektor, der macht vielleicht 20, 25 Grad Temperaturerhöhung. Also wenn ich jetzt Umgebungstemperatur von 5 Grad habe, würde ich mit 30 Grad da reinblasen. Dann nimmt der Speicher einfach einen Teil der Wärme raus. Also dass die Wärme, also die Temperatur hier nicht ganz die 30 oder 35 Grad hat. Und blast die warme Luft ins Gebäude. Und am Abend, wenn der Speicher dann einige Wärme aufgenommen hat, dann geht die Pumpe, der Ventilator aus, und dann hole ich die Luft aus dem Raum raus und gebe sie über den Speicher und wieder zurück ins Gebäude. Also das ist die simpelste aller Möglichkeiten, wie man so einen Speicher integrieren kann. Etwas aufwendiger ist, wenn ich so ein Umluftsystem mache. Also ich hole die Luft hier aus dem Raum raus und kann dann über den Kollektor gehen und wieder in den Raum zurück, über den Speicher. Und ich kann auch am Abend hier rüber gehen und gehe hier rüber und gehe wieder in das Gebäude zurück. Der große Nachteil bei diesem Umluftsystem, da kann ich wirklich nur davor warnen, ist, wenn Sie den Ein- und Auslass in verschiedenen Bereichen des Gebäudes haben. Dann müssen Sie einfach sicherstellen, dass die Lufttemperatur, die Luftqualität überall wirklich gut ist. Also wenn Sie beispielsweise in der Küche ansaugen würden, was ein Quatsch ist, aber Sie würden jetzt in der Küche ansaugen und blasen dann ins Wohnzimmer rein und würden dann zumal, jetzt sag ich mal, richtig mit Knoblauch kochen, dann haben Sie im Wohnzimmer auch viel Freude dran. Also das sollte man nicht tun, aber wenn Sie das Ganze in einem Raum machen, funktioniert das gut. Das ist nochmal eine etwas aufwendigere Sache. Und hier haben Sie jetzt nochmal dieses Gleiche, was Sie eben hatten, nur dass man hier zum Beispiel Frischluft, also eine kontrollierte Lüftung hat. Ich blase dann die Luft in die Umgebung und hole mir wieder frische Luft zurück, und über den Wärmetauscher nehme ich die Wärme da raus. So, jetzt generell zu den Anwendungen. Sie können Umgebungsluft ansaugen, durch den Kollektor schicken und dann in den Raum reinblasen. Wird sehr oft zum Beispiel gemacht zum Belüften und Entfeuchten von Kellern. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man kann das Ganze noch verbessern, indem ich hier reinblase. Das Teil müssen Sie sich jetzt hier auf der anderen Seite des Gebäudes vorstellen. Also Sie blasen auf der einen Seite rein und saugen auf der anderen Seite ab, sodass die Luft wirklich gezielt durch das ganze Gebäude oder durch den ganzen Keller durchgeleitet wird.
Das wäre so ein Beispiel für eine Kellerbelüftung und Entfeuchtung. Sie haben hier den Kollektor, Sie blasen hier rein, die Luft geht hier durch, nimmt die Feuchtigkeit auf und wird dann auf der anderen Seite wieder rausgeblasen. Sie können jetzt, was ich eben schon gesagt habe, so einen Umluftbetrieb machen. Sie saugen die Luft hier aus dem Gebäude raus, durch den Kollektor und wieder ins Gebäude zurück. Wir haben jetzt einige Anlagen gebaut, in zum Beispiel Mehrfamilienhäusern, wo man eine Südfassade hat, wo 2 Quadratmeter Fläche noch oder 2,5 Fläche noch da sind, den Kollektor an die Fassade gemacht. Ich nehme die Wärme aus dem Wohnzimmer raus, blase wieder ins Wohnzimmer zurück, erwärme dann das Wohnzimmer, die Thermostatventilen machen zu, weil es ist ja dann schon warm genug. Und wenn zum Beispiel, was ja heute üblich ist, die Kinder in der Schule sind, die Eltern beim Arbeiten, dann machen die Wohnzimmertür auf und oben im ersten Stock auch die Türen auf. Dann zieht die Wärme auch noch aus dem Wohnzimmer in die anderen Zimmer. Und also in der obere Bereich wird temperiert, der untere Teil wirklich geheizt. Wie gesagt, funktioniert immer dann, wenn ich keine großen Geruchsbelästigungen habe. Man könnte, speziell wenn man hier diesen Röhrenkollektor verwendet, man könnte auch sowas, was die Römer schon hatten, eine Hypokauste oder Hypomure machen, also einfach eine zweite Wand, sodass man eine Strahlungsheizung hat. Dann macht es natürlich auch Sinn, wenn von dem Kollektor höhere Temperaturen als die 30 Grad kommen, was ich auch mit dem Röhrenkollektor jederzeit erreichen kann. Das ist jetzt ein Beispiel für eine ganz gewöhnliche kontrollierte Lüftung. Und diese kontrollierte Lüftung könnte ich natürlich ersetzen, indem ich dann Luftkollektor davor schalte. Also ich wärme die Luft, die in den Wärmetauscher reingeht, sozusagen mit einem Luftkollektor noch vor. Das ist die simpelste aller Varianten. Wir haben wesentlich aufwendigere gemacht, dass zum Beispiel, wenn die Luft hier schon warm genug ist, dieser Wärmetauscher umgangen wird. Das Gleiche ist, wenn die Abluft hier kälter ist als die Zuluft, die jetzt von dem Kollektor kommt, dann würde das ja bedeuten, dass ich dies hier wieder wegkühlen würde. Also das macht auch keinen Sinn. Also auch da muss man dann einfach mit Bypass arbeiten. Aber das wäre jetzt zu kompliziert, das alles in eine Zeichnung reinzubringen. Und was man mit einem Kollektor auch machen kann, ist kühlen. Man macht im Prinzip nichts anderes, als dass man hier die Luft erwärmt, über diesen Wärmetauscher geht. Die Frischluft, die ich ansauge, wird über diesen Wärmetauscher zwar erwärmt, aber auch entfeuchtet, also die wird trockener. Und wenn ich mit dieser trockenen, warmen Luft hier hingehe und sprühe hier Wasser rein, also Sie kennen das, wenn Sie eine Dose warmes Wasser haben und nehmen eine Zeitung, machen die richtig nass und wickeln die um die Dose rum und stellen das Ganze in die Sonne, wird die Dose wieder kalt, einfach über die Verdunstungskälte. Und nichts anderes passiert hier, wenn ich sozusagen in diese Luft wieder Wasser einsprühen, und zwar ganz fein versprüht, kühlt es deutlich ab, sodass man also zwischen 5 und 10 Grad Temperatursenkung hinkriegen kann. Und ja, die andere Luft geht dann hier wieder raus. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich mit diesem System heizen kann, das sah ja sehr ähnlich aus, und auch kühlen kann, kann man das natürlich auch in ein Aggregat zusammenfassen. Wie gesagt, sieht dann deutlich komplizierter aus. Aber die Firma Robotherm baut beispielsweise so ein, also das ist dann ein Kasten, der ist ein bisschen größer wie ein Kühlschrank, und da sind alle Anschlüsse drin und die Ventilatoren, und da schließt man dann nur noch den Kollektor an und auf der anderen Seite eben die Öffnungen fürs Haus. Warum gibt es so wenige Luftkollektoren? Einfach die Ermangelung der Existenz. Also wenn ich Sie vorher gefragt hätte, was wissen Sie über Luftkollektoren, hätten wahrscheinlich die meisten die Schultern gezuckt, hat gesagt, keine Ahnung. Das ist sicher auch kein Allheilmittel, aber im einen oder anderen Fall durchaus eine Ergänzung. Warmluftheizungen haben in Deutschland deutlich zugenommen. Vor 5 Jahren gab es oder vor 10 Jahren gab es kaum Warmluftheizungen. Da macht es auch wenig Sinn, mit den Luftkollektoren was zu machen. Aber jetzt speziell über die kontrollierte Lüftung, über das Erneuerbare Energien Wärmegesetz und Ähnliches gibt es einfach mehr Warmluftheizungen. Die größeren Kanalquerschnitte, ich denke, das kann man auch, wenn man es geschickt macht, in den Griff kriegen. Und die Befürchtung, warme Luft lässt sich nicht speichern, auch das Problem haben wir jetzt einigermaßen gelöst. Vorteile sind, ein Luftkollektorsystem ist ein schnell reagierendes System. Das ist deutlich schneller als ein Wasserkollektor. Also wir müssen nicht erst das ganze Wasser auf, sondern nur die Luft erwärmen. Es gibt keine Probleme mit Korrosion.
haben sehr gute Wirkungsgrade, weil sie auf einem relativ niedrigen Temperaturniveau arbeiten. Und man könnte sie auch speziell in größeren Anlagen als Ersatz für eine Wärmerückgewinnung nutzen. Am Schluss noch, die Luftkollektoren werden genauso gefördert wie Wasserkollektoren mit 140 Euro pro Quadratmeter. Und die meisten Hersteller stehen auch auf der Liste drauf. Und jetzt einfach noch ein paar Bilder, wie sowas aussieht. Das ist beispielsweise eine Kirche, die ausschließlich mit den Luftkollektoren erwärmt wird. Da ist auch ein Wärmespeicher drin und wir halten, also die ist eingebaut worden Anfang Januar und wir halten ab dem 20. Januar die Kirche auf mindestens 8 Grad, ohne dass es zugeheizt werden muss. Also das ist im Vergleich zu vorher, wo die zum Teil das Weihwasser gefroren ist, wirklich ein Vorteil. Also die Leute, die da reingehen, finden das sehr gut. Das ist jetzt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man die Kollektoren färbt, also das ist zum Beispiel jetzt ein brauner Kollektor, das hier ist eben so ein blauer. Ich denke, dass das ästhetisch einfach eine gewisse Aufwertung ist, wenn man nicht nur solche schwarzen Kästen dahin macht. Das ist ein Mehrfamilienhaus mit diesen porösen, mit diesen gelochten Flächen. Das hier auch für eine Werkhalle, die dahinter ist. Das ist eine Berghütte mit den Krammer-Kollektoren hier oben, die dann in der Zeit, wo die Hütte nicht, also im Winter nicht benutzt wird, das heizt. Das sind die Röhrenkollektoren, beispielsweise an der Fassade von einem Mehrfamilienhaus. Dass man die Kollektoren hauptsächlich an die Fassade macht, liegt daran, dass im Winter die Sonne sehr tief steht und dann eben der Einfallswinkel sehr gut ist. Und wenn Sie jetzt über den heutigen Tag hinaus noch eine Frage hätten, dann wäre es mir am liebsten, Sie würden eine E-Mail schreiben, weil ich relativ viel unterwegs bin und telefonisch schwerer zu erreichen bin, als wenn Sie mir eine E-Mail schreiben und dann einfach um Rückruf bitten oder sagen, wo könnten wir uns mal treffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich ein bisschen Ihr Interesse an Luftkollektoren wecken konnte. Danke.